Das geht weiter. Und wir möchten jetzt noch einen kleinen Einblick geben, was so in diesem Geschehen in Deutschland alles passiert. Anfang April wurden in Dietzburg-Schäden, in Herford, in Mönchengladbach, in Ulm, auch in unserem Nachbarland Österreich, in Wien, wurden Kinder in Militäruniformen gepackt. Die wurden als Soldaten missbraucht. Die mussten im Stechschritt marschieren und haben dann auch noch den Märtyrertod in Dietzburg-Schäden, vor Publikum, vor der Dietzburg-Gemeinde gespielt. Die sind also gestorben für ihre Türkei im Kampf. Kinder, was würden Sie dazu sagen, wenn es in der Kirche passieren würde? Dass in einer Kirche kleine Kinder, die sind 6, 7, 8 Jahre alt, gut sagen, unschuldige kleine Kinder, die werden schon militärisch gedrillt. Die werden schon militärisch gedrillt. Warum pfeifen Sie? Das ist Realität. Nee, das ist Fakt. Das ist nicht Scheiße, das ist Fakt, das sind Tatsachen. Da ist ein Protest schon durch Deutschland gegangen. Da gab es in allen großen Zeitungen gab's Artikel. Da ist ein Riesenprotest gegen die DITIB losgetreten worden. Und weil Sie stecken den Kopf in den Sand, Sie wollen nichts davon wissen. Ja? Wir sagen, das ist gefährlich. Das ist dieser türkisch-militaristische, imperialistische Geist, der in DITIB-Moscheen in Deutschland schon den kleinen Kindern eingebimst wird. Und dann haben sie den Märtyrertod gestorben. Und das ist ja im Islam, das müssen Sie wissen, wenn ein Moslem im Dschihad, im Kampf und im Krieg getötet wird, dann kommt er direkt ins Paradies, in den islamischen Himmel, und dann bekommt er auch noch die 72 Jungfrauen. Das glauben übrigens auch alle Selbstmordattentäter, die sich mit einem Sprengstoffgürtel inmitten von Andersgläubigen in die Luft sprengen, diese töten, er wird selber dabei getötet und glaubt dann, dass er direkt ins Paradies kommt. Das ist der Grund, warum fast jeden Tag irgendwo in der islamischen Welt und in Ländern, wo der Islam sich breit macht, Moslems sich selber in die Luft sprengen. Das würde kein normaler Mensch machen. Ist Bestandteil der islamischen Ideologie. So, und das ist hier auf diesem Plakat sehr gut ausgedrückt. Und das ist hier der oberste Chef auch eurer DITIB-Moschee Hauptbeurer, Recep Tayyip Erdogan. Der saß übrigens 1998 8 Monate in der Türkei im Gefängnis, als die Türkei noch halbwegs modern geprägt war. Wisst ihr, warum der im Gefängnis saß? Der hat damals als Bürgermeister von Istanbul eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Liebe Frau Feuer, Sie haben eine Kaserne in Ihrer Stadt. Laut der islamischen Ideologie und laut dem Geist von Recep Tayyip Erdogan, der oberste Befehlshaber ist. Das müssen Sie wissen. Das müssen Sie wissen. Ja? Sie finden es lustig, wir finden es nicht lustig. Weil in der Türkei Hunderttausende Armenier-Christen umgebracht wurden. Finden Sie auch lustig, gell? Ja, muss man von der Hand sagen. Ist halt eine andere Kultur, ja? Ne? Die bringen halt Christen um. Und Pakistan und allen anderen. Es gibt Milliarden Islammenschen. Ja, 1,4 Milliarden, ja. Und die haben sich in 1400 Jahren Geschichte auf 57 Länder ausgebreitet, überall nur militärisch, und haben 270 Millionen Menschen dabei umgebracht. 270 Millionen Menschen wurden im islamischen Dschihad, der seit 1400 Jahren abläuft. Das finden Sie auch lustig? Nein, aber die Religion, das ist die Religionsgeschichte, wenn Sie die zurückverfolgen und wirklich so gebildet sind, wie Sie tun, ja, dann müssen Sie, dass es eine relativ kurze Geschichte ist. Und die muss sich noch entwickeln. Und das andere ist... Die relativ kurze sind 1400 Jahre. Und wissen Sie was? Das Problem beim Islam ist, dass... Die Katholiken haben viel mehr umgebracht.
gemacht. Das glaube ich nicht. Da muss man sich als katholischer Pfarrer schämen. Wir glauben, es kriegen immer 270 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Ja? Wir wissen, dass auch Christen im Mittelalter viel schlimme Dinge gemacht haben. Der entscheidende Unterschied ist, da konnte sich keiner auf Jesus berufen, keiner aufs Neue Testament, keiner auf die christliche Religion. Jeder Moslem, der tötet, kann sich auf den Koran berufen und auf den Propheten Mohammed. Jetzt kommen wir mal auf den Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Mohammed ist im Islam der perfekte Mensch, das vollkommene Vorbild für alle Moslems. Auf Mohammed geht alles zurück. Der hat den Islam begründet. Auf der hat alle Koranverse, hat er erfunden. Und der hat, ich sag's euch ganz offen, was der gemacht hat. Der hat 97 Kriege geführt auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens. Der hat eigenhändig Gefangene geköpft und Hunderte köpfen lassen. Ja, was hat die katholische Kirche gemacht? Das ist das Vorbild des Islam. Was hat die katholische Kirche gemacht? Ich sag's Ihnen nochmal. Die schlimmen Dinge sind passiert, aber die sind nicht im Einklang mit der christlichen Religion. Versteht ihr das? Und alles, was im Koran im Islam befohlen ist, legitimiert Krieg, Mord, Töten. Der Koran legitimiert es gar nicht, weil der Koran verbietet zu töten. Stimmt nicht. Sie sprechen auf Sure 5, Vers 32 an. Ich kann Ihnen genau sagen, was da drin steht. Das wird immer von Moslems hergenommen, um zu lügen, dass Töten verboten wäre. In Sure 5, Vers 32, ich kenne den Koran, ich kenne alle entscheidenden Stellen. Da steht drin, wir haben den Kindern Israels verordnet, dass wer einen Menschen tötet, ohne dass er ein Unheil begangen hat und ohne dass er selber einen Mord begangen hat, dann sei es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Haben Sie zugehört? Ja? Also erstens ist es eine Anweisung an die Juden, das hat nämlich Mohammed aus dem Talmud kopiert. Zweitens steht ganz klar, wenn einer ein Unheil verursacht, dann darf er getötet werden. Und im Koran steht an 27 Stellen wortwörtlich, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. In zeitlos gültiger Befehlsform. Das ist das Problem, Freunde. Ja? Und diese Aggressivität zeigt sich auch bei der TTIP. Dieses Bild hier, wo ein Moslem einen Weihnachtsmann schlägt, wo sie auch nur sagen, wir gegen das Christentum, ist auf DTIP-Facebook-Seiten verbreitet worden. Die DTIP-Jugend hat Anfang April eine Reise in die Türkei gemacht. Weißt du, wohin? Zu unserem obersten Heerführer Erdogan. Die DTIP, genau die Organisation, die bei euch in Kaufbeuren jetzt eine große Moschee bauen möchte, hat ihre Jugend zu ihrem obersten Heerführer geschickt. Und ein DTIP-Funktionär hat gesagt, mein Führer gibt uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Wissen Sie? Und jetzt bekommt das Marschieren von dem Typen gerade mit dem Luftballon und der Hitlergruß eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nämlich exakt der Führer, der Hitler kopiert. Erdogan! Dieser Typ mit dem Luftballon müsste vor der DTIP-Moschee, müsste rumlaufen und müsste den Hitlergruß zeigen. Da wäre er wenigstens gerechtfertigt. Es ist eine faschistische Ideologie. Ja? Und wie gesagt, in diesem Moschee passieren solche Sachen, dass Militärparaden von Kindern stattfinden. Ja? Glauben Sie das selber, was Sie da erzählen? Ja, was ist denn falsch, Ihrer Meinung nach? Jede Menge. Was ist falsch? Sagen Sie mir eins, was falsch ist. Da wären wir nochmal fertig. Wir haben jetzt Zeit, wir sind bis 18 Uhr hier. Sie können versuchen, mir etwas nachzuweisen, was falsch ist. Ich widerlege es Ihnen hundertprozentig. Wisst ihr was? Seit dem 11. September 2001, da bin ich persönlich aufgewacht, als 19 Moslems in 4 Flugzeugen 3000 Amerikaner pulverisiert haben, bin ich aufgewacht. Weil da habe ich mich gefragt, warum machen das Menschen? Dann habe ich einen Blick in den Koran geworfen, da war alles klar. Da steht es exakt in Befehlsform drin. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Da ist der Hass auf alle Andersgläubigen, ist definiert. Und die Attentäter von 9-11 haben auch Koranverse in ihre Hinterlassenschaften, in ihre Testamente als Begründung ihres Wirkens niedergeschrieben. Es gibt im Koran einen Vers, Sure 9, Vers 111. Deswegen haben die auch am 11. September diesen Anschlag gemacht. Sure 9, Vers 111. 9-11. Und dieser Vers ist einer der gefährlichsten im Koran. Der heißt, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft.
Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Das ist der Befehlsform für den Dschihad. Und damit Ihnen auch versprochen, wenn Sie selber getötet werden, kommen Sie ins Paradies. So, in 10 Minuten geht's weiter. Wir werden Ihnen heute noch viel, viel über den Islam sagen. Vielen Dank. Der Weihnachtsmarkt ist eine Erfindung. Der Nikolaus.